zu. Mein Vater meint, auf dem Hengmoos dürfen keine Kühe weiden. Nur Ochsen dürfen auf die Alm. Und der Hauptmann bringt jetzt deinen Vater zur Vernehmung. Wann sehe ich dich wieder? Weiß nicht. Morgen? Lambert! Kommt bald. Bei Sonnenaufgang sattelst du dein Pferd und reitest hinauf zum Hengmoos. Ich muss wissen, ob dort oben Milchkühe weiden. Milchkühe. Gegen Ochsen habe ich nichts. Wie euer Gnaden befehlen. Auf dem Hengmoos dürfen nur Ochsen gehalten werden und keine Kühe. Aber was macht das für einen Unterschied, ob Kühe oder Ochsen? Ja, weißt du das nicht? Wozu warst du auf der Universität? Hat man dich nicht gelehrt, was ein fürstlicher Weidebrief ist? Da gibt es noch einen anderen Weidebrief. Du willst doch wohl nicht deinem fürstlichen Dokument die Anerkennung verweigern? Nein, nein, das habe ich nicht vor. Aber ich weiß, dass unser sehr berühmter einen anderen Weidebrief in der Truhe hat, in welcher steht... Recht hätt's gegeben im Jahre des Herrn. Was soll der Wisch? Aber... Ich zeig dir, was der Wert ist. Wer ist der Bursch? Kennst du ihn denn nicht wieder, Runnerter? Das ist der Malimes. Er soll ein großer Haudegen sein. Wie steht's mit dem Sold? Glaubst du vielleicht, mein Vater würde dich betrügen? Der Krieg ist mein Handwerk. Und bevor ich ins Feld ziehe, will ich wissen, wofür ich kämpfe. Ist es wirklich so wichtig? So wichtig auch wieder nicht. Ruhe! Ich will von euch solche aufrührerischen Reden nicht hören. Wir sind keine Verschwörer, keine Freigeister. Merkt ihr alles ganz genau, was sie sagen? Wir sehen uns morgen. Du weißt, was du zu tun hast, nicht wahr? Zum Mittag ist keine einzige Kuh mehr auf dem Hengmoos. Und es wird auch keine Sennhütten mehr geben. Es muss alles geschehen sein, bevor diese Bauernschädel es überhaupt begriffen haben. Sind alle fort nach Reichenhall. Ein ganzes Dorf hat Zuflucht gesucht bei den Reichenhallern. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, werden sie uns in Zukunft auf der Nase herumtanzen. Wollt ihr das? Wir werden uns an Herzog Ludwig wenden. Wollt ihr mir die Unannehmlichkeiten aufwiegen, die ich mit dem Kaiser und dem Papst bekommen werde? Es wird keine geben. Nicht wir beginnen den Krieg, sondern die Berchtesgadener. Ihr zündet eure eigenen Dörfer an? Erraten, Malimes. Und morgen wird es heißen, es waren die Berchtesgadener. Das heißt Krieg. Ja, Krieg. Jetzt haben sie es endlich so weit gebracht, die hohen Herren. Der Bischof verspricht uns 20 Berittene. Und aus Salzburg dürfen wir ebenso viele erwarten. Und falls es hart auf hart kommen sollte, würde er uns mit 100 Mann zu Hilfe eilen. Und bringt eine Kanone mit. Eure Hoheit, wir haben erfahren, dass die Reichenhalle sich zum Angriff rüsten. Ich liebe den Sohn des Mannes, den mein Vater töten will. Halt! Soll
Sollte es zu Verhandlungen kommen, wird der junge Sumeiner sie für mich führen. Wir sollten sie vierteilen und ihre Köpfe auf den Zinnen zur Schau stellen. In Kriegszeiten ist alles anders. Nicht, wenn man sich lieb hat. Gerade dann, wenn man sich lieb hat. Unseren Leuten fehlt es sowohl an Waffen als auch an Kampfmoral. Wir wenden uns an die Salzburger. Die werden mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, um den Burghausenern eins auszuwischen. Aber der Krieg wird sich ausweiten. Und wenn schon, das ist mir egal. Im Krieg, das ist wie im Schachspiel. Der Bauer, der zählt nicht viel, dafür hast du genug davon. Kein Grund zur Sorge, du wirst neue finden und die werden die Felder bestellen. Soll das heißen, dass niemand mehr von uns dort ist? Niemand. Oh Gott. Die armen Ramsauerbauern. Diese Schwachköpfe glauben, dass Reichenhall sie beschützt. Wenn ihr erlaubt, werden wir angreifen. Jellebarde! Voran! Nach unserem ersten Sieg sollte der zweite nicht zu lange auf sich warten lassen. Nauer, so groß war der Sieg nun auch wieder nicht. Heinrich hat Berchtesgaden geräumt und das war auch schon alles.